wunderschönen Arschwackler. Hallo und herzlich willkommen zurück zu SpongeBob Schwacker. Wo geht's hin in dieser Kiste? Du kannst beide, sobald die Kisten offen sind. Wir wollen ja Sandy holen. Und ich dachte eigentlich, hier ist die Kiste. Da wollen wir Anwender das. Und im Anfangsgebiet habe ich auch was übersehen. Aber dafür brauche ich gleich Sandy. Ich habe aber nirgendwo Sandy gesehen. Ich benutze jetzt mal. Und da komme ich auf Sandy. Alter, wollt ihr mich verarschen? Warum gibt es keine Sequenz? Hey, ich mache das gerne. Deine Sandy. Ja. Oder irgend sowas. Warum gibt es nicht irgendwas? Ich brauche eine Karte. Warum hat man sich dafür entschieden? Cool. Sie fliegen. Anfangsgebiet. Ja. Anfangsgebiet. Da hier ist das Anfangsgebiet. Das ist aber schön. Dann habe ich hier hinten was übersehen. Das habe ich in der Aufnahme erst gesehen. Ja, Patrick wird sich wohl darüber freuen. So, die Socke habe ich. Ach, lass so werfen, okay. Cool. Igitt! Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Sehe ich mir auch nicht so schön. Boah. Komm ich jetzt hin? Jetzt hier hoch. Juhu. Naja, ein Kugel ist besser als kein Kugel. Der Propeller ist an. Gas drauf, Oli. Wow.
Socke. Nein! Autsch! Nein! Doppeltes Nein. Ein dreifaches Nein geworden. Ah ja, von da muss ich von da oben irgendwo kommen. Schafft sie nie im Leben. Erstmal muss ich Gary wieder finden, aber ich muss. Okay, schon besser. Hier ist das anfangs. Da will ich schon mal nicht hin. Eine Erfrischung! Okay, so geht's. Jetzt bin ich wieder da, wo ich hin will. Komm. Er geht doch nicht über Seilsport, um in Schwung zu kommen. Autsch! Warum kann ich den nicht einsammeln? Igitt! Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Ja! Na, Blasentyp? Hallo! Hey, Kumpelblase! Hallo, Shandy. Aber ich komme nicht hin. Okay, da komme ich hin. Ah, da hinten war ja noch. Hier zu dem Socken gehen. Ich habe gar keine Orientierung hier. Das mache ich schon die ganze Zeit. Ein Ungeziefer weniger. Mir wird schon beim Zugucken schwindelig. Mir auch. Aber sie ist langsamer. Shops House. Da hinten ist der Socken. Uah. Falsche Richtung. Kommen wir zu Gary. Genau. Sehr schön. Da ist der Ausgang. Will ich aber noch nicht hin.
sie das? Schafft sie das? Es wird knapp, es wird knapp. Okay, ich hab's geschafft. Bitte! Muss ich wirklich Patricks Socken mitnehmen? Ja, musst du. Okay, 6 von 11 Lenkräder haben wir. Frage ist jetzt natürlich, wo sind die anderen Lenkräder? Habe ich jetzt alles oder habe ich was übersehen? Weil mir fehlen da noch 5 Lenkräder. Da hinten bin ich durch, da bin ich auch durch. Macht das Sekunden viel mehr Spaß, wenn man sein kann. Man kann viel mehr sehen, auch hier in der Luft sieht man halt, wo was ist. Ich will eigentlich jetzt halt nochmal dahin, vielleicht hätte ich zu Gary gehen sollen. Welt, weil sie uns gefällt. Manche Sachen kann man ja eher später holen. Hey Larry, was geht ab? Sandy, Junge, bin ich froh, dich zu sehen. Ich brauche deine Hilfe. Mein Fernsehempfang ist in letzter Zeit so schlecht. Ich brauche jemanden, der meine alte Antenne gegen diese glänzende neue hier austauscht. Ja, diese Antenne glänzt mehr als eine 3-Dollar-Note. Weil ich nicht wirklich gut springen kann. Und? Was hat Springen damit zu tun? Naja, die alte Antenne ist da oben. Ja. Das ist ja höher als ein Glas Texas-Eistee. Die Roboter haben das Gebäude abgeriegelt und ich beherrsche diese schicken Sprünge nicht, die du und SpongeBob könnt, um über die Abgründe zu kommen. Das Einzige, was ich kann, ist meine Muskeln spielen lassen. Willst du mal sehen? Ja, toll. Und was machst du mit der alten Antenne? Ach die? Wenn du sie gegen die neue austauschst, gehört sie dir. Tja, ich habe in meiner Baumkuppel auch schlechten Empfang. Okay, Larry. Ab. Neue mit. Oh, das kommt jetzt aber früh. Dass man das hier macht. Was? Lustig, aber auch. Wow. Wow. Kaputt. Autsch! Leg dich niemals mit Texas an! Okay, schon besser! Hey, ich hab's wirklich gemacht! Autsch!
Eine Erfrischung! Ich dachte, es zählt nicht mehr. Da ist noch eins. Diesen Schock erstmal ein Stück Pizza essen. Autsch! Aua! Ich hoffe, die kann jemand gebrauchen. Manchmal hasse ich die Steuerung. Aber sie macht so Spaß. Didim! Didim! Und der Hund macht auch den. Okay. Okay, ich komme aber. Ich warte jetzt die Zeit ab, weil ich kann nichts machen gerade. Ich bekomme es nicht gefasst. Okay, jetzt habe ich gut gegessen. Muss aber auch klappen. Aber ich kann nicht im Flug das Springlasso erst machen. Also das Lasso geht nicht im Sprung erst. Ich hatte gedacht, ich spring hin, mach Kreis, spring hin, mach Kreis. Vielleicht, wenn ich auf die Muschel gehe. Was verstehe ich denn jetzt hier falsch? Ich muss das Lasso mit Kreis drücken. Aber es wird ja gar nicht angezeigt. Da stand drücken und ich habe gehorcht. Nimm das! Jetzt wär's gegangen! Hier passieren merkwürdige Dinge. Hier passieren merkwürdige Dinge. Achtung, Eichhörnchen im Anflug! Hä? Falsche Richtung. Ja. Was ist denn das? Mann! Da wieder! Und dann lasse ich los, um mich zu drehen und fall runter. Aber ihr habt es ja gesehen. Ich habe das Ding anvisiert, Kreis gedrückt und bin zurückgefahren. Thank you.
ohne Pause durchrushen, oder was? Und schon kann es weitergehen. Kurve nicht hingekriegt. Die Abkürzung. Boah, ich war so weit. Ich war wirklich so weit. Aber ich will das schaffen. Danke. Boah. Jump and run. Geil. Leco mio. Das kann nicht wahr sein. Ja, aber ich komme stückchenweise vorwärts. Bam! Bam! Okay, bam. Schon besser! Bam!
kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Ich bin ja nicht mal. SpongeBob, seine Unterhose. Eine Erfrischung. Ich will den Socken. Ja, Patrick wird sich wohl darüber freuen. Bäm. Hab dich. Autsch. Okay, jetzt habe ich eine Abkürzung, oder? Okay, schon besser. Der aber nichts gebracht hat, weil da hinten will ich ja noch das Ding. Jawohl! Ich hab's. Komm, wir machen die Treppe. Ich schaff's nicht. Kann ich in das Ohr? Okay, ich kann nicht. Ach, ich darf nicht weiter, aber in das Rohr darf ich. Lecco mio. Warum darf ich denn das Rohr und dann nicht mehr raus? Macht das Sinn? Hier geht die Party ab! Steht mir im Weg. Und dann falle ich runter und bin tot. Nicht so gut wie Texas Barbecue Soße. Autsch! Autsch! Ciao. Eine Erfrischung! Zack! Jeha! Igitt! Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage! Schon besser.
Ich darf da nicht. Warum darf ich nicht auf das Gebäude? Warum darf ich da nicht drauf? Das muss ich nochmal machen. Mit welcher Berechtigung? Und warum hier? Warum wieder hier? Autsch! Eine Erfrischung! Igitt! Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage! Juhu! Also sie hätte sich locker festhalten können. So. Wo bin ich jetzt und wo will ich hin? Hat sich wieder nicht festgehalten. Mann. Das ärgert mich, weil ich drücke extra den Knopf. Ich habe nicht mal reingeguckt in den Bildschirm und da bin ich schon wieder tot. Was ist denn das für eine Folge? Das ist ja... Einfach mal runter. Okay. Ich sag mal jetzt auch nichts dazu. Juhu! Keine Socke. Oh, wie funkelnd. Mann, Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. What the fuck? Was ist das? Alles klar, Kinder. Fertig. Los! Nennt mich auch Schwamminator. Oh.
Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Okay. Da ist noch einer. Genau meine Größe. Autsch! Autsch! Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Kakaosoße. Wie schrecklich. Autsch! Autsch! Fuck! Autsch! Oh, Trophäe halten Schwammkämpfer. Jaut! Nein! War so gut. Bin da reingestürmt, aus Versehen. Alles klar, Kinder. Aber ich fange jetzt nicht wieder von vorne an, oder? Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ja. Autsch. Aua. Autsch. Aua. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Aus! Frisch wie eine Frühlingsbrise. Jaut! Fenster öffnen ist klasse. Aus! Nein! Okay. Ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.